Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir, was seit langer Zeit nicht mehr der Fall war. Ich guck mal ausnahmsweise in die Kamera. Ich komme gerade von einem Lauf und wollte auch noch erzählen, wie mein Wettkampf war. Da hatte ich ja bei meinem letzten Video, ja, beziehungsweise hatte es bei meinem letzten Video angekündigt, dass ich einen Wettkampf an Silvester hatte und naja, das ist nicht so gut gelaufen. Ich habe allgemein das Problem beim Laufen oder bei Sport auch allgemein, aber eher beim Laufen noch, dass ich auf Knopfdruck Leistung körperlich nicht abbringen kann, abrufen kann. Psychisch ist das eher eigentlich kein Problem. Aber mein Körper ist so chaotisch durch verschiedene Faktoren, Stress und zu wenig Ruhe, zu wenig Kalorien und mit meinem anderen Training, was die Regeneration beeinflusst, das ist alles sehr chaotisch und nach Gefühl aufgebaut. Und dann sind meine Leistungen an verschiedenen Tagen und auch Wochenzyklen ziemlich unterschiedlich. Meine körperliche Leistung, die psychische Leistung bleibt eigentlich eher immer stabil, weil ich habe da mittlerweile über die Jahre hinweg eine gewisse Stärke entwickelt, dass ich psychisch eigentlich immer so weit treiben könnte, dass ich dabei draufgehen würde beim Sport. Das hatte ich schon einige Male gehabt, dass ich wirklich Angst hatte, dass mein Herz zum Beispiel nicht mehr mitspielt oder irgendwas anderes und dass ich dann da krepiere. Also soweit kann ich das eigentlich zu jedem Zeitpunkt und auch sogar darüber hinaus, wenn der Körper es mitmachen würde, treiben. Aber um mal konkret zu werden, ach, sind ja erst 2 Minuten, dann geht es ja. Also meine Wettkampfzeit ist 47 Minuten und 32 und 5 Wochen. Vor dem Wettkampf bin ich schon im Training eine 46:30 gelaufen auf 10 Kilometer und das war noch nicht mal voll gelaufen. Deshalb konnte ich ja auch am Puls absehen. Der Puls, der war im Training circa 90, nee, 89% der maximalen Herzfrequenz und in 10 Kilometer kam man bis zu 96% der maximalen Herzfrequenz laufen. Beziehungsweise, wenn man nicht regeneriert in Lauf geht, dann ist die Herzfrequenz, die durchschnittliche sogar höher, weil der Körper ist halt nicht so regeneriert und muss dann halt mehr Energie aufwenden insgesamt, um die gleiche Geschwindigkeit zu halten. Ja, und jetzt bin ich, vielleicht merke ich es auch ein bisschen, ziemlich entspannt. Was ich wirklich sehr selten in meinem Leben habe. Das kriege ich eigentlich nur durch langen Sport hin, Ausdauersport allgemein. Ich war jetzt über 1,5 Stunden unterwegs, also 18 Kilometer laufen. Und diese langen, moderaten bis zügigen Läufe, die ich einmal pro Woche bisher drin habe, tut mir wirklich sehr gut. Also lange Läufe sind das, was mir am meisten bringt. So zwischen 18 und 30 Kilometer. Also noch keine Marathondistanz. Ich brauche gleich wahrscheinlich noch mehr Wasser. Ja, das ist jetzt so ein Vlog hier, deswegen werde ich auch ein bisschen um die Themen herum reden. Also jetzt nicht so nach Konzept auf gewisse Punkte und Ziele hinaus. Außer das mit dem Wettkampf. Und mein Training wird jetzt so aussehen, dass ich mehr Grundlagen aufbaue und das mit diesen langen Läufen. Aber gleichzeitig auch jede Woche versuche, zwei wirklich sehr schnelle, harte Dinger bis zum Ende durchzuziehen über 10 bis 12 Kilometer. Einfach
Es fallen mir schon wieder so viele Gedanken dazu ein. Deswegen stoppe ich manchmal einfach so. Wieso passiert das eigentlich immer, dass die. Ist das mein Stuhl? Dass man das noch abgeschnitten sieht, plötzlich. Ist das so. Was wollte ich sagen? Ach ja, genau, im Aufwärmen, dass ich mich dann zwar schon. Mir schon erlaube, sozusagen, mich 15 Minuten aufzuwärmen beim Laufen, aber dann mindestens 45 Minuten am Stück. Besser, ja, doch 45 Minuten sind eigentlich ganz gut. 45 Minuten bis 60 Minuten richtig durch, egal was passiert, scheiß auf Herzfrequenz und scheiß drauf, dass die Beine die ganze Zeit nur wehtun und manchmal heule ich auch beim Laufen vor Schmerzen. Einfach weitermachen, das will ich einfach 10 bis 12 Kilometer durchziehen, das versuchen zweimal die Woche zu machen. Und dann will ich ein bis zweimal dann wirklich 15. Ja, eigentlich mehr 18 bis 25 Kilometer laufen. Und aber mit aller mindestens 15. Was wollte ich noch sagen? Ja, ich will das schon zweimal durchziehen, aber das werde ich noch nicht schaffen. Und da mal die harten Läufe, also diese harten, richtig schnellen, trotzdem wichtiger sind noch als die längeren, obwohl mir die nicht so ganz so gut tun, aber halt mehr Leistung sozusagen bringen und ja, ich damit schneller vorankomme und dadurch dann auch wiederum an einem späteren Zeitpunkt noch längere oder zügigere Läufe bei den längeren Läufen, also mit einer zügigeren Geschwindigkeit machen kann. Ist das schon, ja, baut das momentan sozusagen auch effizienter eine Grundlage auf. Es ist ja immer noch Grundlagenausdauer 2 sind diese schnellen Sachen. Weil ich jetzt auch über 3 Monate hin schon eine gewisse Grundlage aufgebaut habe und jetzt dann auch diesen Schritt gehen muss, dieses Plateau, also ein Level höher zu kommen, dieses Plateau zu durchbrechen mit diesen richtig harten, schnellen Läufen. Ja, die sind teilweise so hart, dass das Ego einfach wegfliegt. Das Ego kann den Schmerz gar nicht mehr ertragen. Das hatte ich im Wettkampf auch an einem Punkt gehabt. Da haben die, genau, kann ich mal kurz erzählen. Den letzten Kilometer, ich wusste nicht, wo das Ziel ist, weil es stand online nicht auf der Karte. Und dann wollte ich den letzten Kilometer so richtig durchhauen. Und ich habe ungefähr so geatmet. Nur viel lauter, so richtig laut wie einfach ein Panzer, weil ich einfach so schwer bin, der aus dem letzten Loch pfeift. Und die Leute haben mich schon besorgniserregt angeguckt und Passanten so sich nach hinten umgeguckt, weil ich einfach so richtig laut und richtig schnell gearbeitet habe nur noch. Aber das Ziel war dann immer noch nicht in sichtiger Zeit. Da ging es nochmal eine Runde um den Sportplatz, 700 Meter. Das war nicht so eine Tartanbahn, sondern irgendwas anderes. Und dann habe ich am Ende noch einen richtigen Sprint hingelegt, dass die Leute so richtig schön gejubelt haben. So, ja, yeah, hat einer so geschrien. Da hat sich so richtig gefreut, wie hart ich da noch einen Sprint hingelegt habe, weil Energie hatte ich auf jeden Fall noch. Ich konnte die irgendwie nur nicht auf die Strecke bringen. Zur Strecke bringen. Nein. Weil, ja, irgendwie hatte ich die letzten 3 Kilometer auch die ganze Zeit durch den Blutgeschmack, wo die Lunge nicht mehr mitgekommen ist. Ich war einfach wahrscheinlich regeneriert und hatte nicht genug Kalorien drin, hatte an dem Tag fast nichts gegessen. Und ja, dann war die Energie noch nicht raus mit dem Wettkampf und die 10 Kilometer waren mir so viel zu kurz, obwohl die ganze Zeit mega anstrengend waren. Und dann bin ich noch 8 Kilometer zu Hause ausgelaufen. Dann habe ich 2 Tage später einen 12-Kilometer-Lauf gemacht, ziemlich anstrengend, so dass ich bis am Ende hin leichtes Herzstechen hatte und leichten Husten. Das heißt, Herz und Lunge waren dann am Ende, weil auch noch der Reiz vom Wettkampf 2 Tage vorher nicht komplett regeneriert, also bearbeitet wurde. Ja, und dann habe ich jetzt einen Lauf gemacht, so lange bis meine Beine jetzt komplett kaputt waren, ich am Humpeln war. So trainiere ich eigentlich immer.
Ich will eigentlich immer so weit trainieren, so lange trainieren, so schnell trainieren, dass ich an irgendwelchen körperlichen Symptomen wirklich merke, dass es jetzt ineffizient wäre, noch weiter zu trainieren. Also vom Mentalen her könnte ich jedes Mal doppelt so viel trainieren oder noch mehr, aber der Körper ist halt ein bisschen langsamer im Hinterherkommen. Und ich muss halt jetzt wirklich noch mal 3 Monate Grundlage aufbauen, so ist das beim Laufen halt, besonders wenn man 88, 89 Kilo wiegt. Das ist halt ein bisschen, ist der Körper halt ein bisschen langsamer und nicht so fürs Joggen geeignet. Da sind das schon fast 20 Kilo zu viel für normalerweise. Und ich habe jetzt auch das Schienbeinkantensyndrom. Das ist die, wenn die Knochenhaut an der Schienbein Außenkante, wenn man da drauf drückt, dass das ein Schmerz ist und diese Knochenhaut ist entzündet, einfach durch eine Überlastung, was auch durch zu viel Gewicht kommen kann. Das habe ich eigentlich ständig, sogar die Schienbein Innenkante, die Knochenhaut da ist entzündet. Und das geht angeblich nicht weg, bevor man eine Woche lang pausiert. Das habe ich ja auch schon mal gemacht und danach kam es auch wieder. Ich habe es eigentlich durchgehend. Das wird nach jedem Lauf kriege ich das, dann wird es halt wieder ein bisschen besser, aber nach dem Lauf kommt es dann wieder. Aber es wird nie kontinuierlich schlimmer, es bleibt immer auf dem gleichen Niveau circa. Deswegen ignoriere ich das zwar nicht, aber achte drauf, aber mach es nicht so, dass ich dann einfach nicht mehr laufe oder so. Es hat wie gesagt auch nichts gebracht. Es gibt ein paar Techniken, zum Beispiel massieren und sowas und Wechselbad und das versuche ich gerade alles auszuprobieren. Ja, gibt es sonst noch was zu erzählen? Ja, dann werde ich. Ich werde auf jeden Fall dieses Jahr noch viele Wettkämpfe machen. Mindestens 6 Stück. Dann hat man alle 2 Monate einen Wettkampf. Ja, so 6 Stück sind eigentlich ganz gut. Halbmarathon will ich machen, aber auch ein paar 10 Kilometer Wettkämpfe, weil in der Nähe auch ziemlich viel ist momentan. Und dann werde ich mal um die Zeiten berichten. Also ich will dieses Jahr auf jeden Fall unter 40 Minuten kommen, was extrem schwierig ist. Viele brauchen für 45 Minuten schon extrem hartes Training, was ich letztes Jahr erreicht habe, mit nicht so hartem Training, was aber auch nicht voll gelaufen war, weil ich auch wieder nicht die Kalorien hatte, nicht regeneriert war, was ich am niedrigen Puls gesehen habe und daran, dass ich trotzdem nicht weitermachen konnte, schon Blutgeschmack habe, schon an der Grenze war, aber trotzdem der Puls nicht höher ging. Da waren dann irgendwelche Grenzen, von denen ich jetzt keine Ahnung habe, welche das genau sind. Oder wie die definiert werden. Auf jeden Fall unter 40 Minuten. Da muss ich auf jeden Fall noch 8 Kilo abnehmen. Das ganze Jahr über. Ich mache halt auch nicht mehr wirklich Krafttraining, nur zur Ergänzung, wenn ich fürs Laufen keine Energie mehr habe. Und zum Krafterhalt so ein bisschen. Bin auch langsam müde. Auch heute schon 8 Stunden durchgehend gezockt mit Leuten, wettkampfmäßig, also ein Turnier haben wir veranstaltet mit 7 Leuten. Magic the Gathering. Auch schon anstrengend. Huch. Das nervt mich immer hier, dort hinten. Gedöns. Ah, weg. Scheiße. Jetzt lass ich's aber. Wo war ich? Ja genau, 8 Stunden, da. Ach scheiße, jetzt hab ich den Faden wieder verloren. Genau, noch 45 Minuten. Also wenn ich jetzt mit meinem Gewicht mit 88 Kilo 45 Minuten laufe, ist das äquivalent mit einem Läufer, der 73 Kilo wiegt, der 40 Minuten läuft. Wenn ich 40 Minuten laufe, ist das äquivalent mit 36,5 Minuten. Und das ist schon extrem gut. 40 Minuten sind schon richtig, 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 richtig gut. Ich weiß nicht, ob ich die 8 Kilo da abnehme. Also ich wiege jetzt, das schwankt zwischen 85,5 und 89 Kilo, weil ich halt so voluminöse Sachen esse und bis zu 10 Liter Flüssigkeit am Tag zu mir nehme, also auch über Obst zum Beispiel.
Und da kann ich. Und die Verdauung auch nicht immer komplett gleich ist bei mir, weil ich auch oft das chaotisch esse, um einfach die Kalorien reinzukriegen. Da mische ich halt so Sachen, die zusammen nicht gut verdaut werden können, zum Beispiel Brot und Obst. Das braucht ein ganz anderes Säure-Base-Verhältnis und wie nennt man diese Peptide und allgemein jetzt Verdauungsenzyme, einen individuellen Mix von Verdauungsenzymen. Ich habe die ganze Zeit schon wieder nicht mehr in die Kamera geguckt, glaube ich. Mist. Und dann vermischt sich das alles und kann dann nicht mehr so effizient verdaut werden. Und Obst wird auch schneller verdaut als Brot und ja, genau, dann vermischt sich das. Und das ist nicht gut für die Verdauung. Das habe ich schon öfters gemerkt, des Öfteren. Genau, und weil die Verdauung dann oft nicht so optimal ist, dann kann es auch schon sein, dass man ein paar Tage mal viel wiegt. Dann habe ich das, dass ich am einen Tag dann so den ganzen Tag nur am Kacken bin. Den ganzen Tag so 6, 7, 8 Mal oder so. Und auch kommt auch immer ordentlich was. Naja. Chaotischer Kopf, chaotischer Körper. Oh, 16 Minuten. Damit ich das nicht so lange zum Hochladen. Och, mache ich auch langsam mal Schluss. Ja, ich esse kein Fett, fast kein Protein. Seit über 3 Monaten. Ich habe kein Problem im Sport. Eher im Gegenteil. Aber heute bin ich ja schon ziemlich fertig. Ich normalerweise jetzt auch schon schlafen würde, aber ich wollte heute unbedingt noch den Lauf schaffen. Dann habe ich diese Woche 6, 6, knapp 50 Kilometer dann diese Woche gelaufen. So viel bin ich, glaube ich, noch nie gelaufen in einer Woche. Alles der Wettkampf schuld. Der hat mich so richtig aktiviert, ey. Aber deswegen sagen meine Schienbeinkanten auch wieder scheiße, viel zu überlastet. Meine Beine haben jetzt auch die ganze Zeit geschmerzt von Anfang an, bei jedem Schritt, bei jedem Aufprall, um mein Gewicht abzufangen. Und das beim letzten Lauf auch schon, beim Wettkampf auch schon. Und die waren eigentlich schon wieder einigermaßen regeneriert. Ich glaube, für den Bewegungsapparat, um den aufzubauen, da brauche ich nochmal ein paar Monate. Und dann muss ich weitersehen. Dann ist da auch weniger Chaos drin. Dann funktioniert es auch mit dem Gewicht abnehmen. Ich will das nicht radikal machen. Kalorien restriktieren doch. Will ich schon gar nicht. Also ich esse jeden Tag eigentlich so viel, wie ich kann. Und ja, wenn diese Chaosphase mal vorbei ist, dann wird es alles besser flutschen. Das dauert noch ein paar Monate. Und ja, ich denke mal, gegen Ende des Jahres werde ich die 40 Minuten schaffen. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Das will ich so unbedingt. So unbedingt. Ja, das ist erstmal das Kurzfristige, was ich im Laufen erreichen will. Ich will das 4, 5 Jahre durchziehen jetzt. Und in 5 Jahren spätestens, dann bin ich 28 circa, will ich dann 34 Minuten laufen. Ob ich denn noch 80 Kilo oder nicht wiege, weiß ich nicht. Oder so weit voraus plane ich noch nicht mit einem komplett festgelegten Ziel. Es gibt noch ein zweites Ziel, was variabel ist, also ist insgesamt variabel. Entweder also mit 80 Kilo 34 Minuten laufen oder mit 90 Kilo 37 Minuten laufen. Was so gut ist wie ein 68 Kilo Läufer 30 Minuten. Und 30 Minuten für einen 80 Kilo, 68 Kilo, 68 Kilo Läufer schon naturales maximal schnelles, was man erreichen kann. Deswegen ist mit 90 Kilo theoretisch, kann man nicht genau sagen, auch 37 Minuten das schnellste. Und man kann sein Potenzial in 4, 5 Jahren ausschöpfen. Deswegen will ich in spätestens 5 Jahren das auch schaffen. Und dann entweder 90 Kilo, aber mit sehr geringem Körperfettanteil von 6 bis 8%. 6 bis 8% ist fast gar kein, man sieht nichts an Fett, Bauchmuskeln komplett durch und alles. Was man aber mit Frutarierismus, oder wie man es nennt,
aber schaffen kann, aber dass ich noch Gemüse esse. Auf naturalem Weg mit 5.000, 6.000 Kalorien am Tag schafft man das. Das machen alle Frutarier vor. Also, als Mann essen Frutarier mindestens 3.500 Kalorien am Tag und machen. Und die meisten machen nicht viel Sport und sind sowas von fucking dünn wie Skeletons, ey. Und haben so viel Energie und Leistung. Leute, die da überhaupt nichts mit Laufen zu tun haben, wenn die mal Bock haben auf Laufen, laufen die schon mal so eben 25 Kilometer. Obwohl die das überhaupt nie so gemacht haben. Auch einfach, weil die so dünn sind und wenig wiegen. So dünn ist auch nicht, so im Schnitt die Männer 68 Kilo. Das ist einfach nur natürlich. Das ist nur dünn in Bezug auf das, was man heute so als Durchschnitt sieht. Ich gucke, wenn ich in die Kamera. Mist. Jetzt sind schon 21 Minuten. Ja, dann will ich, wenn ich die 90 Kilo wiege. Also ich will auf jeden Fall eigentlich nicht mehr Muskeln aufbauen, aber ich will Kraft noch aufbauen. Und wenn ich Kraft aufbaue, dann baue ich auch automatisch Muskeln auf, aber ich will nicht mehr total auf Masse Muskelaufbau gehen, dass ich am effizientesten und schnellsten Muskeln aufbaue, sondern ich mache halt Kraftaufbau und nehme das, was an Muskeln ankommt, dann halt einfach mit. Man kann auch Kraft aufbauen ohne Muskelzuwachs bis zum gewissen Grade, weil das intermuskuläre Zusammenspiel und die Aktivierung aller Muskelfasern auch bei der maximalen Kraft eine Rolle spielen. Und meine Kraftziele sind so, das erste nenne ich natürlich mal Bankdrücken, mindestens 150 Kilo mit 90 Kilo Körpergewicht. Wenn nicht sogar 160, 170, aber 150 als Minimum, also als Lebensziel so. Momentan bin ich halt bei 118 und ich habe mich noch nicht wirklich angestrengt. Ganz ehrlich. Kreuzheben mein Ziel. Ja, eigentlich schon die 300. 300 Kilo. Momentan bei 200. Und Kniebeuge. 260 Kilo so. Aber ich weiß nicht, vielleicht will ich auch einfach Martial Arts irgendwann machen, Kickboxen und sowas. Deswegen ist das alles noch nicht ganz so sicher. Ich will es auf jeden Fall nicht unnatürlich und ungesund mehr gestalten. Deswegen werde ich auch, wenn ich wieder Powerlifting mache, ich habe noch nie richtig Powerlifting gemacht, aber wenn ich diese Kraftaufbauschiene mache, dann will ich dabei auch immer noch trotzdem dreimal mindestens die Woche joggen. Einfach wegen der Gesundheit und so. Ist einfach nachhaltiger. Ich habe auch vor, 150 Jahre zu werden. Obwohl es da gar nicht drauf ankommt, sondern den Jahren mehr Leben zu geben als umgekehrt. Aber ich will den Jahren mehr Leben geben und dem Leben mehr Jahre. Qualitativ und quantitativ. Ja, damit beende ich diesen kurzen Lauf- und Sportvlog. Und als nächstes nehme ich mir vor, noch ein neues ADS-Video zu machen. Bis dann. Tschüss.